Wednesday und Annette streiten wieder. Es ist für mich und meinen Schwarm. In deinen Träumen, Frechdachs. Die Schlacht von Wednesday gegen Annette wird heiß. Was ist passiert, Mädels? Sie tun es schon wieder. Lass los, mach es nicht noch schlimmer. Nein, es sieht so aus, als ob Mikes Urlaub ruiniert ist. Es ist nicht leicht, der Freund von Wednesday zu sein. Das geschieht dir recht. Hast du das gesehen, Taylor? Hey, wo bist du hin? Zeit für einen spektakulären Sprung. Hurra! Sei vorsichtig, Schatz. Ups, Annettes Freund hat ein Problem. Du steckst also fest, Taucher? Oh, entschuldige, das wollte ich nicht. Mir geht's gut. Hier, halt das. Ich gehe runter. Der treue Kumpel Mike wird Taylor nicht in Schwierigkeiten alleine lassen. Und es scheint, als würden sich die Jungs auch ohne Worte verstehen. Alles klar, Alter? Danke, dass du mich gerettet hast. Es ist verdächtig ruhig hier. Hallöchen? Schnell, lass uns nach den Mädchen suchen. Wer weiß, wozu ihr Streit führen kann. Annette, das gefällt mir nicht. Hast du sie gefunden? Nö, vielleicht haben sie ihre Telefone mitgenommen. Das ist unsere letzte Hoffnung. Komm schon. Hm, was ist das für ein Ort? Ich weiß nicht mehr, wie ich hergekommen bin. Annette, bist du das? Natürlich, wer sonst würde so vor Angst zittern? Hallöchen, du hast mich nicht gesehen. Das ist kindisch. Oh, interessant. Zeig es ihnen, wer auch immer das ist. Wir wurden also offensichtlich entführt. Aber warum? Ha, ich schätze die Einrichtung. Nicht schubsen? Wednesday Addams hält sich nie an die Regeln. Nur ein bisschen mehr. Oh nein, runter von mir, du Knochen. Weißt du nicht, dass große rote Knöpfe nichts als Ärger bedeuten? Schau, Gefangene bewachen? Lass uns sofort gehen oder ich bin nicht verantwortlich für mein Handeln. Bitte, ich flehe dich an. Ich will nach Hause. Hör auf, dich zu blamieren, Angsthase. Wer ist noch da? Haben die Drohungen wirklich funktioniert? Wow, der mysteriöse Bösewicht von heute liebt es, eine Show zu veranstalten. Oh nein, unsere Mädchen wurden von einem verrückten Professor entführt. Welche abscheulichen Dinge führt er im Schilde? Das ist doch furchtbar merkwürdig, oder? Hallo. Das wirst du mir büßen. Sehr froh, dass es Gitter zwischen uns gibt. Zu weit weg, um es zu erreichen? Unsere Freunde werden uns finden und du wirst bestraft werden. Das hätte ich fast vergessen. Die Benutzer Wednesday und Annette sind nicht verfügbar. Du glaubst, du kommst damit durch? Lass uns erstmal herausfinden, warum er uns entführt hat. Irgendeine Idee? Genau das, was ich brauche. Autsch! Fühlt euch wie zu Hause. Wir sitzen hier fest. Ich weiß, dass wir um Hilfe rufen können. Ich wünschte, ich würde mich jetzt am Pool ausruhen. Sonne, leckere Cocktails. Ich vermisse Taylor so sehr. Was ist das für ein Unsinn? Keine Noten mehr, Mädchen. Aber meine Zeichnungen. Ein nutzloses Stück Papier. Heul nicht, kleiner Wolf. Wir werden auf jeden Fall alleine rauskommen. Vielleicht dort? Oder dort? Wohl kaum. Nein, ich bin in Eile. Das ist schade. Aber ich werde nicht aufgeben. Ich hoffe, es geht dir gut, mein Skorpion. Lass uns versuchen, herauszufinden, ob Passanten etwas wissen. Hey, hast du dieses Mädchen gesehen? Nein, einen ganzen Tag lang vergeblich gesucht. Sie können nicht einfach verschwunden sein. Hast du sie getroffen? Lass uns dort nachsehen. Sie kommt gleich wieder. Das ist ganz sicher nicht Annette. Vielleicht versteckt sie sich hier. Annette, Baby? Es ist leer und stinkt furchtbar. Ich fand es toll, deine Foltergeschichten zu hören. Oh, es ist völlig hoffnungslos. Ich werde sie nie wieder umarmen. Es ist zu früh, um den Mut zu verlieren, Bruder. Sieh mal nach, wo der Hellseher ist. Bist du sicher? Es gibt nichts zu verdienen. Los geht's. Ich bezweifle langsam, dass es eine gute Idee war, hineinzugehen. Pass besser auf und sei leise. Die gruselige Aura hier lässt mich erschaudern. Halt dich fest, wir sind auf einer Mission. Ich will nicht zu enden, Kumpel. Oh nein, der Schädel ist offensichtlich nicht echt. Passt auf, Jungs, euer Streit wird die Geister wecken. Oder eine flinke Wahrsagerin. Heiliger Bimbam. Ah! Na na, Jungs. Hallo. Was wollt ihr von Eleanor, der Hellseherin? Sagt es mir jetzt. Wir wollen einfach nur unsere Freundinnen finden. Ich sehe, ihr liebt sie. Na gut, macht es euch bequem. Gleich werdet ihr in die geheimnisvolle Welt der Magie eintauchen. Konzentriert euch auf eure Gedanken über die Vermissten. In der Zwischenzeit bereite ich meinen unverwechselbaren Alraunentrank vor. Ich brauche noch etwas anderes. Habt ihr zufällig einen Eidechsenschwanz? Ja, er ist hier irgendwo. Reicht das, Lady Eleanor? Genau nach dem Rezept. Du bist so ein süßer Kerl. Danke, Süßer. Und die letzte Zutat? Wir brauchen Geschenke von den Mädchen. Etwas Persönliches.
Ich hab's. Oh, wenn es nur funktionieren würde. Perfekt. Was ist mit dir, junger Mann? Bitte. Weißt du, es ist nicht so, dass ich von Wednesday oft Geschenke bekommen habe. Was? Nicht ein einziges kleines Souvenir? Sie ist nicht sehr anhänglich. Aber warte, mir fällt etwas ein. Wo ist mein Schlüsselbund? Hier, ein getrockneter Finger. Cool, nicht wahr? In Ordnung. Liebe ist Liebe. Jetzt pass auf. Die wahre Zauberei beginnt. Bibiti babiti bum bum bum. Die Verbindung mit den Übernatürlichen ist hergestellt. Es ist soweit. Ah, an diesen Tag werde ich mich mein ganzes Leben lang erinnern. Hatschi. Ich werde mich entschuldigen. Oh, mächtige Magie. Meine Nase hat gejuckt, tut mir leid. Lass uns weitermachen. Enthülle mir die Wahrheit, Kugel. Nein, ich befehle dir, mir Annette und Wednesday zu zeigen. Ich kann in diesem Zeug nichts sehen. Und nicht schlecht. Aber wir sollten auf eine andere Geistersendung umschalten. Ich mag Geister-Okitoki-Videos. Oh, komisch. So ein nützliches Ding für das Haus. Fantastisch. Was machen wir hier? Diese Gaunerin von einer Hellseherin wird uns nicht helfen, die Mädchen zu finden. Was ist das für ein Lärm? Hat Eleanor die Toilettengeister geweckt? Wow. Es ist das erste Mal, dass ich Nachrichten aus der Kanalisation erhalte. Es ist die Handschrift von Annette. Streiche sind ein Riesenspaß. Ich wusste, dass sie dir gefallen würden. Ich habe eine Spur, Taylor. Eine Bitte um Hilfe von Annette. Beeil dich. Auf Wiedersehen. Komm mal wieder vorbei. Ich werde mir noch ein Video ansehen. Wow, ich bin so neugierig. Eingesperrt zu sein ist lästig. Ich knacke schon seit meiner Kindheit Schlösser. Mir wird schon etwas einfallen. Ein Ratschlag von Wednesday Addams. Wenn du aus dem Gefängnis ausbrechen willst, benutze alle möglichen Werkzeuge. Es ist sinnlos. Ich habe keine andere Wahl. Oh oh. Du bist zu weit gegangen, Schwesterherz. Und das Schloss ist immer noch sicher und gesund. Lass mich versuchen, das auf meine Art zu regeln. Daran hast du nicht gedacht? Naja, Sprengstoff ist halt mein Ding. Der Professor hat seinen Laptop unbeaufsichtigt gelassen. Gut, gib mir eine Minute. Und du siehst nach, ob niemand kommt. Lass mal sehen. Was ist das überhaupt? Er will ein Passwort. Psst, Wednesday, ich kann mich nicht einloggen. Hey Freunde, erratet das Passwort aus den vorgegebenen Buchstaben und schreibt es in die Kommentare. Sieht aus, als müsste Annette rennen. Hab ich dich. Puh, puh. Geh sofort zurück in deine Zelle. Worauf wartest du noch, Sinclair? Beweg dich. Wie sie meinen, Professor. Ich denke, ich sollte sie füttern, damit sie nicht durch die Gitterstäbe kommen können. Es ist Mittagspause. Heute stehen leckere und nahrhafte Cocktails auf dem Speiseplan. Mit einer geheimen Zutat. Da kommen ihre Haare gerade recht. Fertig. Bedient euch, Mädels. Ich überlasse es euch, eure Drinks zu genießen. Es riecht gut. Ich werde nur einen Schluck nehmen. Oh, ist das lecker. Der Schurke ist wirklich ein toller Koch. Es ist Zeit, meinen Wolfshunger zu stillen. Hm, sehr süß. Genau wie ich es liebe. Mein Magen knurrt. Ich fühle mich seltsam. Hoch die Tassen. Ups, das habe ich nicht erwartet. Oh oh. Wir haben die Körper getauscht. Heilige Einhörner. Oh nein, ich hasse schwarze Outfits. Und überhaupt, Zöpfe stehen mir nicht. Ich habe Panik. Toll, jetzt bin ich nicht mal mehr in meinem Körper. Willst du tauschen? Und ab. Nimm meinen Schluck ab. Setz dich hin oder du fällst. So hat Wednesday noch nie ausgesehen. Seifenblasen heitern mich immer auf. Fang, mürrisch. Halte deine süßen Sachen von mir fern. Benehmt euch und ich mache ein kleines Nickerchen. Nom, nom, nom. Annettes Körper ist nicht schnell genug. Cobra Strike. Bonsai. Ich warne dich, ich kann Karate. Zeit zu gehen. Nicht so schnell. Geh und öffne die Zelle, Taylor. Hm? Ah, Freiheit für die Mädchen. Ich verspreche euch, dass ihr bald in Sicherheit sein werdet. Hey, Annette, Baby. Ich habe dich so sehr vermisst. Lass mich runter. Brauchst du nicht unsere Hilfe? Sieh mal, was die Toilette nach uns geworfen hat. Du hast meine Nachricht erhalten und bist gekommen, um mich zu retten. Mein Held. Ich werde mich rächen. Was? Danke für die herzliche Begrüßung, aber ich gehe jetzt besser. Oh, diese Typen.
Der Professor hat uns dazu gebracht, die Körper zu tauschen. Aha, ich habe nichts getan. Es ist Ihre Schuld. Ich werde dir meine Geschichte erzählen. Ich sah, wie sich die Mädchen wegen Kleinigkeiten stritten. Habt ihr euch wieder wegen irgendwas gestritten? Ich werde damit schwimmen. Nein, ich will. Gib es sofort zurück. Ich glaube, ich weiß, wie wir das Problem lösen können. Aber ihr habt euch doch ständig gegenseitig geholfen und unterstützt. Wo sind Enid und Wednesday hin, Bruder? Ich dachte, nach dem Körpertausch würden sie freundlicher werden. Und das ist eine schöne und wertvolle Lektion. Nun, du hast es versucht. Dank mir sind wir gerettet worden. Ich würde auch alleine zurechtkommen. Ach, wirklich? Hey, hör auf, mich mit meinen eigenen Krallen zu kratzen. Ich habe Krallen. Ich werde sie brechen, genau wie ich dich beim Wettbewerb brechen werde. Mädels, beruhigt euch. Mein Freund und ich sind cooler. Ihr seid es nicht und das werden wir beweisen. Runter. Autsch. Ups. Das war's. Du bist erledigt. Mädels, was ist passiert? Das ist was. Nö. Das süßeste Paar des Academy-Wettbewerbs. Wir kommen nicht rein. Bitte, Taylor. Bitte. Okay, dann machen wir es. Hurra. Du bist so toll. Nein, nicht diese mädchenhaften Wettbewerbe. Ich muss stark sein. Was starrt er an? Ich schaffe es. Nur noch ein bisschen mehr. Es ist, als hätte er eine Chance, mich zu schlagen. Gib einfach auf. Okay, ich bin dabei. Das ist richtig, Mann. Da haben wir es. Wednesdays Freund gegen Enids Freund. Ich hoffe, wir überleben das. Das hoffe ich auch. Hey, kommst du? Mike, hast du etwas vergessen? Unsere Schuhe sind bei der Schlägerei runtergefallen. Oh, diese Mädchen. Vorsichtig. Also, wer ist der beste Freund? Offensichtlich nicht du. Bist du blind? Aber was ist denn los? Alles. Das ist nicht meine Hälfte des Zimmers. Du hast mich auf der falschen Seite erwischt. Siehst du? Ups. Nun, diese Konfrontation zwischen Paaren wird nicht gut enden. Oh, das wollte ich nicht. Das kann ich auch machen, okay? Oje, ich habe Kleber nur für den Fall. Ich auch. Wir müssen es in Ordnung bringen. Was machst du da? Ups, falsche Hälften. Das ist deine. Das gehört dir. Oh nein, willst du mich verarschen? Was für ein Tag. Enid, Wednesday hat unser Foto zerrissen. Sie macht einfach alles kaputt. Ja, das ist nicht lustig. Was hat das mit ihrem Nachnamen auf sich? Enid Sinclair, warum nicht Eclair? Das klingt wenigstens lecker. Sie ist am Ende. Ich habe Angst. Marquis und kümmere dich um Taylor. Aber wie du willst. Taylor, aber das will ich nicht. Schnell! Du weißt doch, dass ich das nicht tun will, oder? Ich habe keine Wahl. Ja. Los, Taylor. Juhu. Das ist schön. Weißt du was? Ich habe eine Idee. Komm schon, lass uns gehen. Mal sehen, wer von uns beiden der Beste ist. Taylor, ich glaube an dich. Oh, wow. Taylor hat große Probleme. Oh, das war zu laut. Den Geräuschen nachzuurteilen, hatten sie dort einen großen Streit. Ich mache mir langsam Sorgen. Oh je, lass uns nachsehen. Was? Sie verhalten sich wie Kinder. Damit hast du nicht gerechnet, was? Nimm das, Skater. Ja, keine Überraschung. Der Haken auf der linken Seite. Und hab ich dich. Tut mir leid, aber du bist ein Verlierer bei Spielen. Oh nein. Willst du einen Muffin, Süße? Schatz, hast du mich gesehen? Wie immer muss ich alles selbst machen. Aber ich habe gewonnen. Das ist in Ordnung. Ich weiß, wie man mit Konkurrenten umgeht. Schauen wir mal. Das ist die perfekte Flasche. Ein bisschen schwarze Farbe und Enids Haare sehen endlich normal aus. Schütteln wir sie nur, um sicherzugehen, dass es funktioniert. Geschafft. Ich bin mir sicher, dass es ihr nicht gefallen wird. Hey, hey, hey! Oh, ich habe eine geniale Idee. Die Kleider von Wednesday brauchen eine kleine Auffrischung. Meine geniale Designlösung wird ihr gefallen. Da kommt jemand. Die Mädchen werden es lieben. Ich bin so aufgeregt. Howdy. Wir haben den ersten Auftrag für Paare bekommen. Es ist ein Fotoshooting.
Wednesday machen wir ein Paar-Fotoshooting. Annette, was hältst du davon? Das ist verrückt. Ich habe schon eine Idee. Nein, nein, nein. Das ist eklig. Geh dir den Kopf waschen. Glaubst du immer noch, dass wir das überleben können? Ich bin mir nicht mehr sicher. Und? Bist du bereit? Ja, steh still. Sieht so aus, als ob ich hier nicht gebraucht werde. Shaggy hat mein Lieblingsoutfit ruiniert. Ich glaube, das steht dir. Mrs. Taylor? Ich habe es gewaschen. Zufrieden? Ich glaube, es steht ihm. Jetzt weiß ich, wer mein Shampoo klaut. Ja. Gefühle, Gefühle. Oh, hallo. Guten Tag. Wir haben ein Fotoshooting für einen Wettbewerb. Licht. Stell dich genau hier hin, genau so. Cool. Und jetzt lächeln. Wie süß. Nun wirst du das tun. Annette, ich tue alles für dich. Wen brüllst du denn da an? Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Taylor, nein, tu das nicht. Er ist viel zu sehr in die Rolle geschlüpft. Schätzchen, das ist für dich. Du bist wunderschön. Danke für das Fotoshooting. Wir können es kaum erwarten, die Bilder zu sehen. Der Fiesling ist gekommen. Wer ist ein guter Junge? Ich habe nur Spaß gemacht. Fantastisch. Ich schicke dir morgen ein paar Bilder. Ich füge noch ein paar Filter hinzu, damit sie toll aussehen. Oh, hallo. Jetzt sind wir dran. Schatz, ich bringe das besser weg. Toll. Sag Cheese. Ketten? Sieht komisch aus, aber bei Wednesday muss alles so sein, wie es sein soll. Was immer du sagst. Oh. Lasst uns ein paar Bilder in Bewegung machen. Blödsinn. Oh, danke, Thing. Nee, 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 nee. Hey, push, das ist meine Freundin. Bist du sicher, dass wir solche Bilder brauchen? Erspar mir einfach die Augen, okay? Das Fotoshooting ist vorbei und ich bin froh darüber. Puh, es war ein langer Tag. Was hältst du von dem Ergebnis? Wie gefällt dir das Ergebnis? Wessen Fotoshooting gefällt dir am besten? Welches Foto ist das Beste? Teile deine Meinung in den Kommentaren. Die nächste Aufgabe für unsere Paare ist also ein kulinarischer Wettbewerb. Welches Paar ist am besten darin? Hey, stopp! Wir sind nicht zum Essen hier. So ein Essen kann nur gut für Puppen sein. Das ist ein Kampf zwischen Wednesdays Freund Mike und Annettes Freund Taylor. Mädchen, nehmt eure Stühle. Welche Stühle? Habe ich das richtig gehört? Die Jungs werden kochen und die Mädchen werden nur Hinweise geben. Das ist nicht lustig, weißt du? Wer wird der beste Koch sein? Möge der beste Mann gewinnen. Das alles macht mir Gänsehaut. Ich sehe das Problem nicht. Oh, ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Hast du das gesehen? Oh, puff. Das kann ich auch. Autsch, autsch, autsch. Das gefällt mir nicht. Versuch einfach nicht zu widerstehen. Okay, fangen wir an. Ich hoffe, sie weiß, was sie tut. Obwohl, nein, ich bin mir nicht sicher. Wann sonst würde Mike so besorgt über das Backen sein? Komm schon, wir können das schaffen. Ich hoffe es. Fee, das sieht nicht gut aus. Es ist unwahrscheinlich, dass kulinarische Meisterwerke auf diese Weise zubereitet werden. Aber was, wenn Mike und Taylor etwas Leckeres kochen dürfen? Ich habe Angst. Ich auch. Komm schon, Taylor, rühr es um. Weniger reden, Mikey. Ich habe hier nichts, um die Kohle auszurollen. Warum nicht? Oh, hier ist ein toller Ersatz für ein Nudelholz. Oh, oh, oh. Mami, ich hätte nicht gedacht, dass es nötig ist, den Teil so schnell zu schlagen. Bunte Süßigkeiten sind immer eine gute Idee, aber in diesem Fall ist es unwahrscheinlich, dass sie die Situation retten. Schatz, sei bitte vorsichtig. Finger gerettet. Zum Glück ist die Soße fertig. Lecker. Ja, der Teig ist fertig. Es bleibt nur noch, ihn in den Ofen zu schieben und zu beten, dass die Muffins gebacken werden. Nicht schlecht. Man kann nie zu viel Schokolade haben. Der letzte Schliff. Fertig. Und jetzt ab in den Ofen. Ich werde nie wieder backen. Mein Freund ist besser. Nein, mein Freund ist besser. Komm schon, hör auf. Puh, endlich. Mal sehen, was sie haben.
sieht toll aus und riecht gut. Naja, es wird schon gehen. Du musst nur deine tollen Gerichte probieren. Was? Soweit habe ich nicht gedacht. Wenn es nötig ist. Lecker. Das ist perfekt. Toll. Jetzt bist du dran, Wednesday. Okay, ich bin immer bereit, mich zu quälen. Nein, dieses Mal nicht. Hey, hey. Unser letzter Wettbewerb ist ein Tanzwettbewerb. Bist du bereit? Zeig uns, was du kannst. Up, up, up. Taylor, wir werden auf meine Art tanzen. Ich hab's verstanden. Das sind Annette und Taylor mit dem süßesten Tanz aller Zeiten. Wow, schau dir diese geschmeidigen, anmutigen Bewegungen an. Das wird schwer zu toppen sein. Danke, Freunde. Komm schon, husch. Es gibt niemanden, der das besser kann als ich. Wednesday und ihr typischer Tanz. Dieser Blick, dieser Ausdruck. Zusammen mit Mike erstrahlt dieser berühmte Tanz in neuen Farben. Wer wird diesen Kampf der Talente gewinnen? Der Freund von Wednesday oder der Freund von Annette? Das alles werden wir in wenigen Sekunden herausfinden. Oh, du bist so nett. Das ist so nett von dir. Danke. Hey, das ist für mich. Nein, es ist meins. Wird es jemals enden? Ich frage mich, wie das alles angefangen hat. Lass es los. Nein, du lässt los. Annette, gib mir das Spielzeug. Das ist nichts für ängstliche Kinder wie dich. Wednesday, aber du hast Rosa. Jemand muss mich retten. Noch ein Vorfall und ich rufe eure Väter in die Schule. Ruhe! Ich hasse Lärm. Meine Ohren. Ich beschlagnahme Mommy Longlegs. Keiner von euch wird sie bekommen. Da gehört es hin. Endlich ist es ruhig im Klassenzimmer und ich kann den wunderbaren Geschmack meines Lieblingskaffees genießen. Oh, mein Magen. Ich beobachte dich. Wir werden uns gut benehmen. Klar. Ist es Zeit für einen Streich? Los geht's. Ihr Lieblingskaffee ist serviert, Herr Meyers. Verschütten Sie ihn nicht. Zum Glück hat die Lehrerin Aloe im Klassenzimmer. Ihr Saft ist toll, um die Haut der Hände zu pflegen und mit Feuchtigkeit zu versorgen. Herr Meyers sollte uns auch danken. Gemeinsam lassen sich die beiden Rebellen die ungewöhnlichsten Methoden einfallen, um sich über einen Lehrer lustig zu machen. Also das war nicht mein Rücken. Hast du wieder was vor? Ihr seid sehr fleißig. Zu fleißig. Ich werde den Moment genießen. Mein Kaffee. Ist das dein Werk? Oh-oh. Klebt meine Hose am Stuhl fest? Wie soll ich jetzt meinen Kollegen gegenübertreten? Warum ist da Schleim? Oh, nicht das Porträt. Oh. Du. Du bist ein Teil des Bildes geworden. Was hältst du von Feuchtigkeitscreme für die Hände? Ihr zwei Rüpel habt genug gespielt. Ich rufe eure Väter in mein Büro. Ups. Nur nicht das. Das ist Annettes Vater, der reiche Mr. Sinclair. Es ist schon lange her, dass ich in der Schule war. Ah, ich werde nostalgisch. Wie bitte? Annette ist eine Verliererin? Das ist doch nicht wahr. Wer könnte so einen Blödsinn schreiben? Ich glaube, ich weiß es. Keine Lehrer? Lass alle in der Schule wissen, wer hier der größte Verlierer ist. Hey, was machst du da? Nichts. Was? Die Elfen haben mich dazu gezwungen. Keine Bewegung, junge Dame. Bitte bring mich nur nicht zum Schulleiter. So grausam bin ich nicht. Ich habe einen Job für dich. Interessiert? Was muss ich tun? Nichts Kompliziertes. Hört mal her. Wenn niemand hinsieht, legst du das hin. Wer ist das? Sieht so aus, als hätte die Schule einen neuen Gast. Mr. Adams, auch bekannt als armer Mann. Wow. Autsch. Was für ein schreckliches Wetter. Es ist genau wie in der Highschool. Lange nicht mehr gesehen, Mr. Adams. Ich helfe Ihnen. Du wurdest auch gerufen, Sinclair. Offenbar haben sich unsere Töchter gut verstanden. Oh, hey, Thing. Nette Maniküre. Versteck dich erstmal. Sollen wir gehen? Vielleicht werden die Mädchen für ihre Noten gelobt. Ah,
Sie sind auf der Ehrentafel. Nein, Sie sind die größten Störenfriede. Nicht das, was ich erwartet habe. Ah, da bist du ja endlich. Komm bitte in mein Büro. Ich habe ein ernstes Gespräch mit dir. Was soll das denn heißen? Annettes Vater ist so großzügig. Ich habe mich geirrt. Sie ist wirklich die Beste. Was für ein Chaos hast du angerichtet? Ich war es nicht. Du bekommst eine harte Strafe. Wo gehst du denn hin? Was für eine Frechheit. Gut gemacht. Folge mir. Ich rieche schlechte Nachrichten und ich vertraue meinem Werwolfssinn. Und Herr Meyers muss eine schwere Stufe des Narzissmus haben. Meine Großtante hatte das auch. Ja, der Schulleiter ist auch ein Perfektionist. Ich kann verstehen, warum er so streng ist. Das brauche ich vielleicht später. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Ich wurde aufgehalten und musste die Schüler zurechtweisen. Sie sprechen einen halben Ton höher, als sie sollten. Irgendwas stimmt da nicht. Ich bin mir sicher, dass der Schreibtisch anders aussah, als ich ging. Sag mir, was auf meinem Schreibtisch fehlt. Wir haben keine Ahnung. Ehrlich gesagt, wir haben nichts angefasst. Es ist etwas verschwunden, aber ich kann nicht herausfinden, was es ist. Schreibe in die Kommentare, welcher Gegenstand fehlt. Jetzt lasst uns über das Verhalten eurer Töchter sprechen. Oh nein, das stinkt nach Armut. Das ist eine Qual für meinen empfindlichen Geruchssinn. Gut, dass ich ein Anti-Armutsspray dabei habe. Ich will nicht wie ein Stop riechen. Ah! Oh nein, jetzt kommt die Rotzattacke. Versteck dich. Oh oh. Hatschi. Dem bin ich ausgewichen. Oh nein. Oh ja, ich habe vergessen, was für einen Schirm ich hatte. Tut mir leid, ich bin allergisch gegen Glitzer. Oh danke, eine freundliche Hand. Ah. Hallo. Sie spricht auch? Ah, oh nein, nicht schon wieder. Autsch. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Huh? Du hast Nachsitzen. Ups. Was für eine Wendung. Oh, Daddy, du bist auch hier? Was haben sie mit dir gemacht? Mr. St. Clair, kommen Sie an die Tafel. Ich? Na gut. Schreiben Sie den Satz, ich werde meiner Tochter ein gutes Beispiel geben. Tausendmal. Ist das notwendig? Und ich kann einfach an meiner Erfindung arbeiten. Benimm dich. Und ich werde mir in der Zwischenzeit eine neue Strafe ausdenken, also lass mich in Ruhe. Du schaffst das schon. Es ist alles unter Kontrolle, Schatz. Ich brauche einen Hinweis. Die Lösung liegt auf dem Tisch. Danke, ich hab's. Gut, jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wie wir sie neutralisieren können. Ich habe auf jeden Fall etwas Nützliches dabei. Das nicht? Das auch nicht? Das wird nicht helfen? Und wozu brauche ich es? Oh, ich hab's gefunden. Genau das, was ich brauche. Jetzt kann er sie nicht mehr anziehen und wird nichts mehr sehen. Also werde ich meine Zeit nicht verschwenden. Das wird schon reichen. Ich bin fertig. Was? Das war's? Ich hatte so einen schönen Traum. Ich habe getan, was du wolltest. Ich kann nichts sehen. Seltsam, warum kann ich meine Brille nicht öffnen? Ich habe dir gesagt, dass es funktioniert. Oh, was? Hast du gedacht, du könntest mich austricksen? Das ist nur ein Missverständnis. Vielleicht können wir einen Deal machen. Ich lasse mich nicht bestechen. Ach, meine armen, empfindlichen Ohren. Was für eine Fledermaus. Wir sollten das alles noch einmal machen. Nun, ich hab's, ich hab's. Das war's dann wohl. Psst, der Teleporter ist bereit. Es ist Zeit, von hier zu verschwinden. Endlich. Annett, bist du bei uns? Wow, wo führt uns das hin? Weg von hier. Lege deine Hände auf den Knopf, damit es funktioniert. Ich hoffe, wir fahren nach Hawaii. Wo sind wir? Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Oh, interessant. Sind wir im Knast? Neue Nachbarn? Zeigen wir ihnen, wer hier das Sagen hat. Hey, Loser. Beeil dich und repariere es. Teleportiere uns. Puh, ich habe mich fast erschrocken. Bruder, wir sind frei. Aber was ist das für ein Ort? Eine 6 für Benehmen. Setz dich hin, sofort. Ja, Sir. Er ist schlimmer als der Gefängnisdirektor.
Wie sollen wir hier rauskommen? Wir sitzen für immer fest. Wir sind am Arsch. Was habe ich dieses Mal falsch gemacht? Du bist hoffnungslos. Ich glaube, ich habe es repariert. Bitte hör auf. Sind wir wieder in der Zelle? Was für eine Freude. Hier ist es viel besser. Wir sind wieder in der Schule. Der Schulleiter ist nicht da und es ist 7 Uhr abends. Wir sind also frei. Ich werde mal nachsehen. Die Tür ist verschlossen. Das bedeutet nur eins. Herr Meyers ist nach Hause gegangen und hat uns über Nacht verlassen. Aber auch nachts erleben der reiche Sinclair und die arme Familie Adams eine Überraschung. Die Schule ist jetzt leer. Das ist die perfekte Gelegenheit für mich. Jemand führt etwas im Schilde. Es ist abgeschlossen. Hast du Angst, dass jemand die Marker klaut? Oh, ich weiß, was zu tun ist. Nägel für alle Fälle werden mir helfen. Könnten es Räuber sein? Wir müssen vorsichtig sein. Erledigt. Es ist besser, wenn wir keinen Lärm machen. Und die Schule ist nachts noch gruseliger als tagsüber. Ich schaue eine Weile zu, so wie Papa es mir beigebracht hat. Perfekt, alle Plakate sind aufgehängt. Vielleicht bekomme ich ja eine Extrazahlung. Wer ist da? Du sitzt in der Falle, Dieb. Ah, fass mich nicht an. Wo rennst du hin? Jemand wird gefoltert? Lass mich gehen, bitte. Was ist hier los? Wir haben viel verpasst, während wir geschlafen haben. Gehst du weit weg? Vor dem Schicksal kann man nicht davonlaufen. Annette ist die Beste? Mami, ich habe Angst. Wednesday, warte. Ich glaube, ich weiß, wer das ist. Oh, es ist ein kleines Missverständnis. Lass sie gehen. Retten Sie mich, Mr. Sinclair. Ich mag diese Plakate nicht. Ich bin auch nicht zufrieden mit ihnen. Sieh mich nicht so an, das macht mir Angst. Oh, ich habe einen Vorschlag, wie wir das in Ordnung bringen können. Psst, wirst du tun, warum ich dich bitte? Geld im Voraus. Ja, kein Problem. Oh, ich werde mein Bestes tun. Kaffee ist das Einzige am Morgen, was mich nicht nervt. Wednesday und Annette sind die Besten?